Willkommen zurück zu Back in the Future Teil 2 oder wie wir es auch gerne nennen, Dragon Age Inquisition. Blackwall hat hier noch ein Level Up, das geben wir ihm auch schnell. Wo haben wir Blackwall? Blackwall, da. Automatischer Stufenausstieg, ja. So, der hat. Jetzt suchen wir noch Doc Brown und seinen DeLorean und fahren mit 88 Meilen. Gegen Zukunft. Warte mal, kann man da durch? Da war keine Tür, gell? Nee. So, okay, aber dann haben wir die beiden hier jetzt raus, unsere Gefährten. Dann ist wahrscheinlich der Raum, den wir vorher gesehen haben, auf der anderen Seite, der eigentliche Ausgang. Nein. Ja. Also wenn ich die Story jetzt hier noch schreiben müsste, dann wird sich wahrscheinlich gegen Ende, also innerhalb dieser Quest natürlich noch Blackwall und Varric gegen uns wenden, weil die von dem Einfluss des roten Lyriums besessen sind. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht so passiert, aber wenn es so passieren würde, wäre das jetzt etwas, das mich jetzt nicht sonderlich überraschen würde. Ah, wahrscheinlich, wenn wir jetzt andere Leute dabei gehabt hätten, wären die hier in dem Kerkerzellen oder so. Kann ich mir jetzt vorstellen. Okay. Ja, wir wissen jetzt, was passiert ist. Aber wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Okay, hier ist auf alle Fälle... hier ist noch ein... Fiona. Ihr lebt. Wie ist das möglich? Ich habe gesehen, wie ihr in dem Riss verschwunden seid. Das ist nicht das erste Mal, dass ich in so einen Riss reinfalle. Was ist euch widerfahren? Ich verstehe das nicht. Was ist mit euch geschehen? Das rote Lyrium. Es ist eine Krankheit. Wenn man lange genug in seiner Nähe ist, wird man irgendwann zu dem hier. Und dann nutzen sie eure Leiche, um noch mehr abzubauen. Könnt ihr uns sagen, welches Datum wir haben? Es ist lebenswichtig. Erntemonat 942. Zeitalter der Drachen. 942? Dann haben wir ein ganzes Jahr verpasst. Okay. Und ich habe alles verpasst? Den ganzen Spaß? Ich habe in diesem Jahr offenbar so einiges verpasst. Ihr müsst euch vorsehen. Alexios dient dem Ältesten. Er ist mächtiger als der Erbauer. Niemand kann ihn aufhalten. Freue mich eigentlich schon auf ihn. Ich habe noch nie zuvor gegen einen Gott gekämpft. Das dürfte ein denkwürdiges Erlebnis werden. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, das Amulett zu finden, mit dem uns Alexios hierher geschickt hat. Wenn es noch existiert, kann ich es verwenden, um den Riss an genau derselben Stelle wieder zu öffnen, an der wir verschwunden sind. Hoffe ich zumindest. Gut. Ich sagte, ich hoffe es. Es könnte uns auch in Brei verwandeln. Schlecht. Es versuchen, eure Meisterspionin Liliana. Sie ist hier. Ihr müsst sie finden. Beeilt euch, bevor der Älteste herausfindet, dass ihr hier seid. Okay, Liliana, Schatzi, wo bist du? Ah, verdammt. Ich sollte nicht so aggressiv vorgehen.
Ohne Schild. Merrick, trink mal was, altes Haus. Nostalgie auf. Ja, Köpfe einreißen und so. Sehr nostalgisch. Seht euch um. Vielleicht finden wir was, das wir brauchen können. Vorräte aufgestockt. Soll ich das vielleicht übernehmen? Ja, geh mal ran. So, was haben wir hier drin? Gut, dass wir Varric mitgenommen haben. Schon allein aus dem Grund muss ich Varric die ganze Zeit mitnehmen, weil er der Einzige ist, der Schlösser knacken kann. Okay, sonst noch irgendwas? Nein. Gucken wir nochmal schnell die Tür hier an. Irgendwas. Ah, da kann man was plündern. War das mal ein Typ? Ja. Der hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Oh, da kann man was lesen. Tagebuch einer Wache. Alexius fragt ständig nach Patrouillen auf den Mauern. Zeitverschwendung. Die Inquisition hat sich an diesen Mauern schon vor langer Zeit die Schädel eingerannt. Ferellen hat 3 Belagerungsversuche unternommen, bevor der letzte Lebenshauch aus ihnen schwand. Wer sollte uns also noch bedrohen? Die Barbaren aus den Bergen? Aber Alexius scheint mit einer Belagerung zu rechnen. Der Mann ist völlig durchgedreht. Es wäre sinnvoller, die Männer innerhalb der Mauern zu positionieren. Jeden Tag öffnen sich mehr von diesen Rissen. Es war besser, als wir noch Leute für Blutopfer hatten. Ungebundene Dämonen haben die Burg, das Dorf und die ganze Umgebung von allen entvölkert, die nicht in ihren Rüstungen schlafen. Und jetzt sind überall nur noch wilde Dämonen. Ein Gebet an den neuen Gott. Gepriesen sei sein Name, der sich aus der Dunkelheit erhoben hat. Gepriesen sei sein Name, der sich dem Licht entgegengereckt hat. Gepriesen sei sein Name, der die goldene Stadt durchschritten. Gepriesen sei sein Name, die alten Götter sind nicht mehr. Der Erbauer war nie, der neue Gott ist unter uns. Gepriesen sei sein Name. Okay, dann geht's jetzt mal die Treppe hoch. Warte mal, ganz kurz, ich will nur gucken, ob Varric limmt im Allgemeinen. Das ist nicht einfach nur eine rote Brust, die er hat. So. Da müssen wir lang. Der Älteste hat ihm alles genommen und wird schon weit aus seiner Stadt heraus herrschen. Das macht ihn doch nicht zu einem Gott. Ah, Lyanna. Es gibt keinen Gott außer dem Ältesten. Der Erbauer ist tot. Hi, Leute. Ich sollte was trinken.
Okay, ich glaube, alle sind besiegt. Wo war euer Erbauer, als ihr ihn am dringendsten brauchtet? Gut, das war also nicht Liana, zum Glück. Also, schade für sie, aber... Woher wusste die Zwergin von dem Opfer im Tempel? Antwortet mir! Welches Opfer? Erzähl. Ich werde euch brechen. Erst sterbe ich. Du bist aber ganz schön alt geworden. Oder ihr. Ihr lebt. Ihr seid wirklich zäh. Das ist eine lange... Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr stark genug seid, die Folter zu überstehen. Zorn ist stärker als jeglicher Schmerz. Habt ihr Waffen? Gut. Der Magister ist vermutlich in seinen Gemächern. Seid ihr überhaupt nicht neugierig, wie wir hierher gekommen sind? Nein. Alexios hat uns in die Zukunft geschickt. Das hier, sein Sieg, sein Ältester. Es hätte nie dazu kommen sollen. Das hier ist nicht real. Ne. Ich muss wieder zurück. Ich muss Alexios finden und seinen Zauber umkehren. Wenn wir es schaffen, in unsere Gegenwart zurückzukehren, können wir verhindern, dass diese Zukunft jemals eintritt. Und da fragen sich die Magier immer, warum die Leute sie fürchten. Niemand sollte eine derartige Macht besitzen. Sie ist gefährlich und unvorhersehbar. Vor der Bresche war nichts, was wir getan haben. Das reicht. Für euch ist das alles hier unwirklich. Nur irgendeine Zukunft, von der ihr hofft, dass sie niemals Realität wird. Aber ich habe gelitten. Die ganze Welt hat gelitten. Und das war real. Gut, dass ich nicht gewählt habe. Das Ganze ist nicht real. Da hätte ich ganz schön Ärger was bekommen. Was ist geschehen, während wir fort waren? Hört auf zu reden. Ich bitte doch lediglich um Informationen. Nein, ihr redet, um die Stille zu füllen. Glaubt mir, ihr wollt nichts von dem, was geschehen ist, wissen. Der Typ hat keinen Kopf mehr. Tatsache. So. Wir müssen Alexios finden. Ich bin mir sicher, er ist in einem ansprechenderen Teil des Schlosses, falls es hier so etwas gibt. So, es wird Zeit, mal mein Ding zu tun. Das, was keiner so gut kann wie ich, nämlich Risse schließen. Ich bin der Fuginator. Ich kann Fugen. Fugen. Entdeckt Docks. Was für Docks? Hier gibt's Docks. Der Magister braucht mehr Macht für seine Rituale. Nein. Tritt hervor und diene dem Ältesten. Ach, halt dich. Klappe. Ihr Blöden. Ich hasse Dämonen. Was für ein Irrsinn. Das kann Alexios nicht gewollt haben. Wollen wir nochmal aufstocken? Nee. Ich hätte vielleicht erst trinken sollen und dann aufstocken.
Für die Zukunft weiß man das. Na so, wir haben den Hof entdeckt. Die Bresche, sie ist... überall. Ich habe vergessen, wie der Himmel früher aussah. Ups. Das geht gleich kaputt. Du, komm, du kommst du raus? Oh, das war teuer. Gerade noch so. Du kannst einen Regenerationstrank trinken. Ich trinke auch mal einen Regenerationstrank. So, dann schließen wir mal die Bresche. Okay, das hätten wir auch geschafft. Ach, da ist ja schon die nächste Bresche. Okay, das wird nix. Müssen also kämpfen. Okay, überall ist rotes Lyrium und wir haben ja auch in der Bresche viel rotes Lyrium gesehen. Das hat also auch irgendwas damit zu tun, das wissen wir schon mal. So, der Herr kriegt seinen letzten Trank. Jetzt haben wir keinen mehr. Hoffentlich können wir noch irgendwo nachfüllen. Alexios Tagebuch. Da scheint Alexios Tagebuch zu sein. Hier die letzte der letzte Eintrag. Nichts funktioniert. Ich habe unzählige Male versucht, vor die Explosion des Konklavs zurückzuspringen, bevor Alexios Karawane von der dunklen Brut angegriffen wurde, bevor die Vintari im Minotaurus auftauchen. Doch ohne Erfolg, die Bresche ist die Quelle, die diese Magie ermöglicht. Und Reisen außerhalb ihrer Zeitleiste sind unmöglich. Die Anweisung des Ältesten, die Ereignisse des Konklavs ungeschehen zu machen, kann nicht erfüllt werden. Vielleicht tötet er mich deswegen. Aber ich muss Alexios vor seinem Zorn schützen.
So. Da noch ein Brief. Bindungsmagie-Tagebuch. Mit jedem gescheiterten Zeitzauber wird der Magister ein Stück weiter paranoider. Oder vielleicht ist es sogar keine Paranoia, da der Älteste ihn für sein Versagen tatsächlich töten wird. Der Unterschied ist auch nicht wichtig. Nach dem 10. Fehlschlag sperrt er sich tagsüber in der großen Halle ein. Nach dem 20. ließ er Fullsoldaten eine Scherbentür aus unbekannten Gefilden ausgraben und in der Burg installieren. Jetzt könnten seine vertrautesten Helfer ihn nur noch sehen, wenn wir alle gemeinsam gehen. Was wir zweimal täglich tun müssen, um sein Essen zu bringen. Denn er verlässt den Raum überhaupt nicht mehr. Gut, ich würde sagen, ich mache hier wieder einen kleinen Cut. Gucken wir noch schnell den Raum hier an, ob hier noch was ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ne, hier ist anscheinend nichts mehr. Gut. Also ein kleiner Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.